Seven vs. Wild, das Kultformat auf YouTube. Kaum ein Format hat in 2022 so viel Aufsehen erregt wie dieses Format. 7 Teilnehmer kämpfen 7 Tage lang ums Überleben in der Wildnis. Staffel 1 in Schweden, Staffel 2 in Panama. Und was wäre 7 Tage Wildnis und ums Überleben kämpfen ohne das Thema Zähne? Weil Mundhygiene in der Wildnis, schwieriges Thema. Und einige der Teilnehmer hatten richtig Probleme mit ihren Zähnen. Und wir schauen uns jetzt mal an, was diese Teilnehmer, es ist ja komplett live, die sind dort völlig isoliert, über ihr Thema Zähne erzählen, was sie tun, um ihre Zähne zu pflegen oder auch nicht zu pflegen oder was sie tun, um vielleicht sogar ihre Zähne zu schädigen. Und ich reagiere darauf aus der Zahnarztsicht und sage, das ist richtig oder ist nicht richtig oder die machen da gerade einen krassen Fehler oder ich würde das anders machen, wenn ich als Zahnarzt in der Wildnis wäre. Und damit starten wir mal direkt in die Szenen rein. Also, let's go. So, erstmal Knossi. Wer ist Knossi? Knossi ist ein Gamer. Ich persönlich folge ihm nicht, aber ich kriege am Rande immer mal was von ihm mit. Also da gibt es ein paar richtig witzige Szenen. Vielleicht kann Alex die mal einblenden, die er schon so gebracht hat. Mich haben unzählige Pakete erreicht, wie ihr vielleicht in der Insta-Story gesehen habt. Geisteskrank! Vielen lieben Dank für diese maximale Anzahl von Paketen, ihr verrückten Hunde, ohne Scheiß. Erste Paket, schon kein Absender drauf. Wo ist Satzka in welchem? Was ist das für ein Land? Was ist Satzka für ein Land? Eingepackt! Ist denn schon Weihnachten oder was? Es ist weich, ich sag euch ehrlich, es ist weich. Riecht komisch. Riech mal dran. Also. Du Drecksau! Er hat wirklich einer Scheiße geschickt. Also wirklich so ein total verrückter, crazy Typ. Ich glaube, deswegen hat er auch so viele Follower. Ich würde sagen, so mit Montana Black vielleicht so der bekannteste Gamer in Deutschland. Und ja, was der im Survival Camp sucht, weiß ich auch nicht. Aber anscheinend hat er sich mal so richtig gechallenged. Und wir schauen mal rein, was der mit seinen Zähnen so hat. Ich werde nicht mehr gegen die Insel kämpfen. Ich werde nicht gegen mich kämpfen. Sondern ich kämpfe nur noch gegen die stärker werdenden Zahnschmerzen. Okay, also offensichtlich hat er Zahnschmerzen bekommen während seines Trips. Ich weiß nicht, an welchem Tag das ist. Ich glaube, es ist nicht Tag 1, Tag 2, sondern es ist auf jeden Fall schon weiter rein in diese 7 Tage. Und das ist natürlich ziemlich krass, auch mental, ne? Weil wenn du Zahnschmerzen kriegst, du weißt ja nicht, geht das wieder weg oder wird das sogar noch schlimmer? Und du weißt ganz genau, hier hilft dir keiner. Also das Format ist ja so, wenn du abbrichst, also du hast einen GPS-Sender und du hast ein versiegeltes Handy und einen Notfallknopf. Entweder drückst du den Notfallknopf sofort, wenn dich ein Bär anfällt oder in Panama, weiß ich nicht, was da für Tiere rumlaufen, wenn dich eine Schlange beißt oder was, dann drückst du auf den Knopf, dann ist innerhalb, glaube ich, von einer halben Stunde ist ein Rescue-Team da. Oder wenn du gar nicht den Knopf drückst, dann kommen die auch, ja, weil dann liegst du vielleicht irgendwo ohnmächtig da. Das heißt, dieses Totmann-Prinzip. Oder du rufst halt an, ne, und sagst, hey, ich habe das und das Problem. Und wenn du jetzt Zahnschmerzen hast und die werden zu stark und du weißt nicht, ob die jemals wieder weggehen, dann kann das ein Abbruchgrund werden. Das kann dich die komplette Challenge kosten. Also es muss nicht immer ein gebrochenes Bein sein oder es muss nicht immer irgendwie ein Erfrierungsding sein oder wenn du zum Beispiel irgendwie krank wirst und eine Infektion kriegst, sondern Zahnschmerzen können dich aus dieser Challenge rausschmeißen, weil Zahnschmerzen sind mit die stärksten Zahnschmerzen, die man überhaupt kriegen kann. Das wird der größte Kampf zum Ende hin jetzt. Die Zahnschmerzen sind schon so, dass mir hier die ganze Seite zuzieht. Ja, und das Thema Zahnschmerzen, das muss ja nicht dabei bleiben. Wenn du richtig, richtig Pech hast, kriegst du, wenn der Zahn eine Entzündung hat, einen Abszess. Und wenn du einen Abszess kriegst, dann musst du abbrechen. Weil Abszesse daran sind im Mittelalter richtig viele Menschen gestorben. Also bevor wir das Thema Antibiotika hatten und Chirurgie, sind Menschen regelmäßig an Abszessen gestorben. Weil Abszesse können sich in die Blutbahn ausbreiten oder sie können im Endeffekt zu einer Phlegmone werden und sich dann über verschiedene Areale, dann der Eiter kann sich ausbreiten und dann kann es zum Herzen gehen und dann kannst du an so einem Abszess durchaus
auch versterben. Den hat er anscheinend aber noch nicht, weil ich sehe bisher keine Schwellung. Ich habe 3 Nächte noch vor mir. Ich hoffe, dass ich trotz Schmerzen schlafen kann. Ihr wisst, es gibt echt fast nichts Schlimmeres. Noch was Geiles. Wisst ihr, wann ihr am schmerzempfindlichsten seid? Um 3 Uhr in der Nacht. Deswegen wacht man auch so häufig mit Zahnschmerzen auf. Ja, weil um 3 Uhr nachts ist die Schmerzschwelle extrem niedrig. Also dementsprechend kann ich das total nachvollziehen, dass er Angst vor der Nacht hat. Als Schmerzen am Kopf oder im Kopf. Das versaut mir das Abenteuer hart, glaube ich. Vor allem auch, wenn ich was essen darf wieder. Ich hoffe, die haben starke Tabletten. Die Ärzte sollen mir gleich was spritzen. Alles rein, bei mir scheißegal. Spritz mich zu ins Kleinhirn. Jo, also das ist das, was wir auch ganz häufig in der Praxis haben. Ne? Die Patienten kommen zu uns rein und sagen, ist mir scheißegal, was du machst. Nimm den Zahn raus, spritz mich zu. Die Schmerzen sind so stark, dass dir einfach völlig alles egal ist. Ja, also die Leute sind bereit, sich eigentlich von einem Körperteil zu trennen. Ja? Der Zahn ist ja wie ein Körperteil. Im Endeffekt, ob du einen Finger abschneidest oder einen Zahn, das ist so vom Impact her schon fast ähnlich zu sehen. Ja? Also man sieht, dass Schmerzen dich dazu bringen, vielleicht kurzfristige Entscheidungen zu treffen, irrationale Entscheidungen zu treffen, nur um echt schmerzfrei zu werden. Das ist richtig, richtig krass. Ich möchte euch sagen, was mir auf dem Herzen liegt. Ich weiß gar nicht, wie ich damit umgehen soll, mit diesen Zahnschmerzen. Ja, es wird halt immer schlimmer, ne? Das nagt halt richtig an dir. Jeden Tag schlimmer. Ich habe hier Brücken, überall. Oben links, oben rechts habe ich Brücken. Es ist halt echt ein krasses Mindset-Game, ne? Du weißt, du musst noch 3 Tage, das wird immer stärker. Das nagt so an dir, dass du wahrscheinlich irgendwann einknickst. Ich weiß nicht, wie es weitergegangen ist hier oder wie es vielleicht noch weitergeht. Ich weiß gar nicht, ob die Staffel schon abgeschlossen ist. Wenn die Staffel jetzt noch nicht abgeschlossen ist und das ist das Aktuellste, boah, dann würde ich fast drauf wetten, dass er irgendwann aufgibt. Das hältst du keine 3 Tage durch. Und unter dieser Brücke, die habe ich letztes Jahr gekriegt. Ich werde das dem Zahnarzt niemals verzeihen können, dass ich ab Tag 4 bei Seven in the Wilds Schmerzen unter seiner Brücke habe. Ich werde das nicht verzeihen. Gut, das ist natürlich jetzt ultra hart. Er ist natürlich jetzt auch emotional. Es ist nicht unbedingt die Schuld des Zahnarztes. Das weiß man eben nicht. Es kann sein, dass beim Präparieren der Brücke, dass der Nerv einen abgekriegt hat und der Zahnarzt das aber nicht sieht. Es kann sein, ja. Und dass jetzt der Zahn hochgeht, dass der Nerv sich entzündet, dass jetzt richtig Druck unten runterkommt. Aber es kann natürlich auch sein, dass unten unter der Brücke eine Karies ist. Ja, es kann sein. Ich weiß nicht, wie alt diese Brücke ist. Er hat gesagt, 1 Jahr dürfte eigentlich nicht sein. Also wenn da wirklich was ist, dann ist es eher dieser Effekt, du präparierst den Zahn, der kriegt ein Schleiftrauma oder der Nerv war sowieso schon angegriffen, weil der Zahn wird ja nicht umsonst überkront, der war ja wahrscheinlich kariös. Und genau jetzt trifft es ihn. Warum trifft es ihn wahrscheinlich jetzt? Weil jetzt ist das Immunsystem geschwächt. Er ist unterernährt. Er ist wahrscheinlich geschwitzt und Bakterien haben natürlich jetzt genau ihren Auftritt. Also das heißt, wenn er das vorher gerade so kompensieren konnte, kann es sein, dass es jetzt kippt und wenn es einmal gekippt ist, dann geht es halt richtig rund. Und ich überlege jetzt schon die WhatsApp-Nachricht, wenn ich mein Handy in der Hand habe wieder. Jetzt schon. Es ist schlimm, aber das kann ich nie verzeihen. Das ist zum Kotzen. Was machst du denn? Überleg dir schon mal, wie du das gut machen willst. Wirklich. Überleg dir das wirklich, wie du das gut machen willst. Ja gut, ne? Was soll der Zahnarzt jetzt machen? Ne? Im Endeffekt muss man röntgen, man muss schauen, woran liegt das. Ich vermute, dieser Zahn wird wahrscheinlich eine Wurzelkanalbehandlung brauchen. Das heißt, das Erste, was man machen würde, wenn er jetzt sozusagen rausgeht aus dem Dschungel, ist Lokalanästhesie, Aufmachen des Zahnes, Entlastung. Also zunächst mal Röntgen, Vitalitätsprobe natürlich, aber ich vermute mal, es wird dazu kommen, dass dieser Zahn eine Wurzelkanalbehandlung braucht oder im schlimmsten Fall raus muss. Aber normalerweise, ich vermute mal, hier geht es wirklich um das Thema Nerventzündung. Ich muss hier noch 3 Nächte mit Zahnschmerzen. Ich war letztens da. Unter der Brücke guckt keiner. Ja, unter der Brücke guckt keiner. Deswegen ist das Thema Röntgen so wichtig, regelmäßig auch mal ein Übersichtsbild zu machen.
Vielleicht wäre das dann aufgefallen, weiß man nicht, weil er hat recht, unter der Brücke ist halt einfach schwer drunter zu gucken und da gibt es eigentlich nur die Sonde, also mit der Sonde unten drunter sondieren, ist da was weich oder nicht, und das zweite ist eben das Thema Röntgenbild machen. Mehr kann ein Zahnarzt nicht machen. Ich weiß nicht, ob es gemacht wurde. Ich wünsche Knossi da auf jeden Fall alles Gute und ich hoffe, dass er dem Zahnarzt den Kopf dran lässt. Bisschen Zahnpflege schadet ja auch nicht. Da kann man auch einfach die Aktivkohle nehmen. Kann man auch übrigens runterschlucken und die ist auch gut bei, wie heißt es, wenn man Durchfall hat, hätte ich mal dran denken sollen. Ist mir heute erst eingefallen. Ja, das ist, ich glaube, Fabio. Ich bin ja selber auch Fan von dem Format. Ich habe Staffel 2 noch gar nicht geschaut. Also das, was ich jetzt von Knossi gesehen habe, habe ich noch gar nicht geschaut. Das habe ich wirklich schon gesehen. Und hier geht es um das Thema Aktivkohle. Aber lassen wir Fabio, ich hoffe, es ist Fabio, mal ausreden. Zerkleinert die gerade im Mund. Das ist zum Beispiel etwas, was man nicht so oft machen sollte. Also die Aktivkohle, die hat einen sehr stark abrasiven Effekt. Das heißt, wenn du das machst, ja, damit kriegst du die Zähne sauber, auch vor allem, wenn du mit Aktivkohle putzt, aber es sind extrem viele Schleifmittel in Aktivkohle drin. Das heißt, wenn du es wirklich machst, einmal kein Problem, richtig oft auf jeden Fall ein richtig großes Problem. Verreib mal Aktivkohle auf irgendeiner Oberfläche, du wirst sehen, die trägt die Oberfläche im Zweifel ab. Und wenn du das regelmäßig machst, dann schädigst du deinen Zahnschmelz und dann kann es zu extremen Abrasionen kommen und das ist alles nicht reversibel, also nicht wieder rückgängig machbar. Also jetzt vielleicht für die Challenge 7 Tage kann ich das durchaus nachvollziehen. Für die tägliche Mundhygiene empfehle ich es auf keinen Fall. Und das ist dann wie Aktivkohle. Kann ich zum Beispiel auch im Drogeriemarkt kaufen. Also die wird dann wahrscheinlich irgendwie anders sein, keine Ahnung. Aber hat den gleichen Effekt. Ja, da sieht man es. Ne? Also er hat sich jetzt hier die Zähne mit der Aktivkohle quasi, verfärbt. Und jetzt müsste man natürlich eigentlich, um die Zähne sauber zu kriegen, weil nach 3-4 Tagen ist auf jeden Fall schon Plaque auf den Zähnen. Plaque braucht ungefähr 48 Stunden. Also wenn du dir jetzt 48 Stunden nicht die Zähne putzt, also das empfehle ich natürlich nicht, würdest du merken, dass sich so ein komischer Film auf den Zähnen absetzt. Und jetzt reicht es natürlich nicht, alleine die Aktivkohle drauf zu machen, sondern jetzt müsstest du irgendwas finden, zum Beispiel einen Zweig, den so ganz fein auffächern und könntest dann mit diesem Zweig, es gibt ja diese Misswackzweige, könntest du jetzt deine Mundhygiene betreiben und würdest ein relativ passables Ergebnis kriegen, sodass du diese 7 Tage mit einer, ja, mit relativ sauberen Zähnen überstehst, aber auf Kosten von ein bisschen Zahnschmelz. Ja, mit dem Finger, der Finger ist zu glatt. Der wird, naja, ein bisschen was bewirken, aber nicht so extrem viel. Ich würde auf jeden Fall jetzt nochmal mit Wasser ausspülen. Auch nach gar nichts. Also damit das weggeht, ne? Die abrasiven Partikel. Ja, perfekt. Sehr gut. Ja, runterschlucken geht ja auch. Ich habe irgendwie oben am Gaumen so eine Stelle, die gerade extrem brennt. Und wenn ich mit der Zunge drüber gehe, ist das auch so komisch rau davor, da an der Stelle. Ich bin mir nicht sicher, ob dieser übertriebene Blaubeerkonsum mit 3-mal am Tag als alleinige Mahlzeit so gut ist. Ja, also von der Kaloriengeschichte her, ich glaube, das wird auch oft gesagt, ist es natürlich erstmal sehr, sehr wenig. Also Heidelbeeren haben, glaube ich, nur 40, 30 Kalorien pro 100 Gramm. Und die sammeln sich da ja immer so 200 Gramm oder so zusammen. Dann haben die 100 Kalorien. Das ist natürlich ultra wenig. Und auf der anderen Seite haben Heidelbeeren extrem viel Fruchtsäure. Also es ist sogar noch eine saure Frucht, senkt den pH-Wert extrem ab. Und wenn du jetzt natürlich theoretisch erst Heidelbeeren isst und dann sogar mit dieser Aktivkohle pflegst, dann hast du einen doppelten Abrasionseffekt. Auf der anderen Seite kann das natürlich auch auf die Schleimhäute gehen. Also wenn du nur Saures zu dir nimmst, dann kann es natürlich sein, dass wenn du zum Beispiel vielleicht auch noch eine kleine Verletzung hast, dass es dann extrem brennt und dann zu einem, zu einem kleinen Entzündungsprozess kommt. Ob das bei ihm jetzt allerdings so ist am Gaumen, ja, schwierig, weiß ich nicht. Kann ich nicht beurteilen, müsste ich untersuchen. Auch wegen der ganzen Säure und so weiter. Also, magenmäßig merke ich nichts. Aber Erosion kann schon sein. Für den Gaumen und so, ich weiß nicht. Aber nicht in 2 Tagen. Vielleicht bilde ich es mir aber auch nur ein. Bisschen ganz leicht improvisierte Zahnhygiene. Ich weiß, man kann das mit Kohle machen, mit dem Stöckchen und so weiter. Aber ich bin mir gerade nicht sicher, ob das gut ist, direkt nach dem Blaubeeressen, weil da vielleicht die Säure in den Zähnen ist.
Sehr gut, sehr gut, Fritz. Hast du richtig gut erkannt. Absolut richtig. Deswegen jetzt einfach mal so ein bisschen grob. 20 Minuten. So lange braucht der pH-Wert, um sich zu normalisieren. Das heißt, Blaubeeren essen, Wasser ausspülen, 20 Minuten warten. Dann geht der pH-Wert erstmal nach dem Blaubeeressen extrem runter und normalisiert sich über die Enzyme im Speichel. Also der Speichel einmal durch den Spüleffekt natürlich. Und dann normalisiert sich der pH-Wert wieder auf 7. Und 20 Minuten später, das gilt aber auch nicht nur für die Natur und nicht nur für Heidelbeeren, das gilt eigentlich generell, wenn du was gegessen hast, ich würde immer 20 Minuten warten, bis ich mir die Zähne putze. Ich halte mich selber nicht immer hundertprozentig dran, aber dir muss klar sein, der Abrasionseffekt bzw. der Erosionseffekt ist extrem stark, ja, wenn du das regelmäßig machst. Deswegen häufig, ich sehe Leute mit starken Erosionen, die frage ich dann, ja, wie sieht das denn aus, deine Abendmundhygiene? Ja, ich trinke erstmal noch 2 Glas Cola und dann putze ich mir direkt die Zähne oder 2 Glas Fanta, putze mir direkt die Zähne und dann gehe ich ins Bett. Absolute Katastrophe, nicht machen, 20 Minuten warten, dadurch verhinderst du das. In diesem Sinne, wenn ihr mal wieder mehr sehen wollt zum Thema Doc Helker kommentiert, schreibt es mir unten rein, würde mich mega freuen und dann gucken wir mal, wie Seven vs. Wild ausgeht. In dem Sinne, euch eine gute Zeit und bis bald.